Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich freue mich so sehr auf das Video heute. Ihr glaubt es gar nicht. Lasst ein Like da. Ich freue mich riesig. Bitte macht's mir nicht kaputt, Leute. Kommt schon, das ist für uns alle. Ich habe eine Serie absolut gefeiert, die ganz selten bisher eigentlich nur gekommen ist. Und zwar die krassesten Turn-on-Sniper-Clips. Ich weiß nicht, was es da alles gibt. Und habe die guten, netten, geilen Jungs von GHK drum gebeten, mir vielleicht so ein, zwei geile Snipes zu schicken, weil das in Deutschland einfach der Nummer 1 Sniping-Clan ist. Und die Montagen von denen feiere ich und die sind alle total nett und ich habe einfach das Gefühl gehabt, die haben mehr Aufmerksamkeit verdient. Und ich konnte nicht ahnen, dass ich so einen Ordner mit absolut kranken Sachen bekomme. Dann habe ich mir den ersten Hype angeguckt und gesagt, nee, wenn du jetzt alle anguckst, dann, das ist ja scheiße. Also habe ich aus meinem Livestream ein paar Verantwortliche genommen, habe denen diesen Ordner zugeschickt und gesagt, sucht mir die geilsten Clips aus und daraus machen wir ein Video. Mein Cutter hat schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und meint, oh nein. Ich hoffe, André, grüße an dich. Das wird geil für dich. Ich habe richtig Bock drauf. Wir haben 6 Minuten 42 Clips. Ich habe nichts davon bisher gesehen. Gar nichts. Ich musste mir das, weil ich ein Techniktrottel bin, extra privat auf YouTube hochladen. Jungs, dickes, fettes Danke an die GRK-Jungs. Unten ist natürlich alles verlinkt. Guckt euch die an. Und ich freue mich riesig drauf, dass ich das hier von den GRK-Jungs vorstellen darf. Und lehnt euch zurück, Leute. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Bitte hasst mich nicht. Ich weiß, dass Haptik das, glaube ich, schon ein oder zweimal gemacht hat. Aber irgendwie jetzt schon wieder Ewigkeiten her. Und wenn eine Idee gut ist, kann man sich dem ja annehmen. Und ich habe jetzt nur GHK-Clips hier. Vielleicht machen wir nochmal eine andere Serie mit den lustigsten Fails im Vanguard oder. Ich will einfach gucken, dass ich irgendwie auch den Content auf ein anderes Level nochmal heben kann, dass es für euch noch interessanter wird. Und ich bin sehr gespannt, wie die Clips aussehen. Nur Disclaimer, ich persönlich bin der schlechteste Sniper der Welt. Real Talk, ich bin der schlechteste Sniper der Welt. Das heißt, egal was ich hier sehe, es wird besser sein als das, was ich sonst sehe. So, dann gehen wir hier. Ihr seht das hier. Haben wir gleich den ersten. Und lass uns mal gucken, wie das aussieht. So, schon mal Vanguard. Ich weiß nicht, ob die Games alle von Vanguard sind oder nicht. Erstmal, das sieht ungefähr aus wie ein Snipe, den ich sonst hau. Okay, beim zweiten hätte ich ein Problem. Beim dritten hätte ich noch eins. Drei Headshots. Oh mein Gott, ich hätte mir so in die Hose gemacht. Er kann es nicht glauben. Er konnte es nicht glauben, ey. Real Talk, Jungs. Er ist einfach stehen geblieben, weil er nicht glauben konnte, was er da macht. Heftig. Das Ganze ist von Teaks, Jungs. Absolut krass. Ich weiß nicht, ob wir die Clips bewerten müssen, aber allein, dass das gesamte Magazin eigentlich getroffen hat, wenn ich bewerten müsste, ich kann es leider gar nicht. 8 von 10 Punkte. Ich muss mir, ich weiß nicht, was noch kommt, ein bisschen Platz nach oben lassen. Ich weiß nicht, ob es noch krasser wird, ob es genauso krass ist oder. Lasst uns mal den zweiten gucken und mal gucken, was der zweite macht. Okay, wir sind in Cold War drin. 1, 2, 3, 4, 5 Schuss, 5, 6, 7. What? Scheiße. Scheiße, Mann. Real Talk, ich hab gedacht, wie langsam geht das denn los? Und er choked auch noch den Colette. Oh mein Gott. Ich treffe mit der Sniper mit 10 Schuss. Real Talk, ich treffe einen Gegner vielleicht. Die anderen 9 Schuss gehen in meinen eigenen Schuh, weil ich so schlecht damit bin. Alter Falter. 8,5 von 10. Das war noch ein Tick krasser. Ein Tick. So, wir sind wieder in Cold War. Der erste. Mit Commentary anscheinend. 2, 3, 4, 5, 3 Headies on screen. Oh, jetzt fehlt der vierte. Nein, es fehlt der vierte. Was hab ich gerade gehittet, Digga? Digga, er freut sich richtig. Er ist wie so ein kleines Kind. Was hab ich gerade gehittet, Digga? Geil. Aber war nicht so stark wie die anderen beiden. 7 von 10. Oh mein Gott, Throwback. Was? Ah, bestimmt so eine moddete Sniper.
What? Ich hab nicht mal kapiert, was er drückt. Ich hab nicht mal kapiert, was er da drückt. What? Digga, jetzt... Wie lange muss man in solchen Lobbys das versuchen, um den zu hitten? Würde ich so einen Snipe kassieren in der Lobby, ich würde sofort das Game deinstallieren, meine PlayStation verkaufen und nie wiederkommen. Absolut krass. Also das war kein Feed, Leute, aber trotzdem 8 von 10. Ich weiß, was hat denn der gedrückt? Drehen, Waffe wechseln, Dreieck, Flash davor, ich habe keine Ahnung. Bloß weg damit. Ab in den nächsten. Ja, Mann, Bio 3. Mein Game. Fuck, Digga, er freut sich so hart. Und dann erstmal in den Wächter rein. Er freut sich so. Junge, er freut sich so hart. Digga, wie das aussieht da unten. Ich muss das nochmal sehen. Digga, sie stellen sich einfach... Holy fuck. Ich fühle absolut, dass man sich über sowas freut. Ey, wenn ich sowas könnte, ich würde es den ganzen Tag machen. Digga, wie das aussieht. Digga, wie so Dominosteine, die einfach umfallen. Guck mal. Also, ich habe selten so hart Gegner als Lemminge gesehen, die sich direkt in eine Richtung stellen, um sich töten zu lassen. Also, 8,5 von 10. Ja, Mann, BO4. Ich liebe BO4. What? What? Warum? What? Warum, Digga? Digga, das sind doch Bots. Ich würde sagen 5, 6. Digga, macht eine Abschusskette mit 3 Schuss. Digga, guck mal, wie die Lemminge gehen sie da hoch. Holy fuck. Real Talk, der war so clean. 8 von 10. Ey, Jungs, ich weiß nicht, ob ich hier mit meiner Rangliste zu hoch war, aber eigentlich hätte ich die gar nicht... Ne, einfach nächster. Absolut nächster. Vanguard. Ah, Vanguard snipen ist ziemlich schwierig. Ja, er rächt sich einfach. Er spawnt einfach direkt da. Perfektes Spawn-System. Vier. Drei Headies. Ja, er meint Business. GHK Siphonics, Mann. Er meint Business. Ohne Witz, Jungs. Ich will dem 9 Punkte geben. Einfach nur für den absolut stylischen Respawn direkt vor dem Gegner, der ihn jetzt tötet. Und dann, weil er die Schnauze voll hat, mit dem Throwing Knife dazu. Ohne Witz, irgendwie, es befriedigt mich innerlich, wenn man mit einem Wurfmesser jemanden tötet. Ich liebe es. Moment, noch ein Schuss. Er fickt ihn. Wurfmesser. Was hat er denn, eine andere Sniper aufgenommen? Oder warum ist sie vollgeladen? Hä? Ich check gar nichts, Jungs. Aber allein für das Wurfmesser 9 von 10. Ist mir egal, was sie sagt. Oh mein Gott, BO4. So geile Games. Oh Gott, sie stellen sich alle hin. 4? 5? 6? Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Der war echt nicht schlecht, aber irgendwie hat ein bisschen Punch gefehlt. 7 von 10, war nicht schlecht. Ich würde sowas nicht schaffen. Oh, Cold War. Die alte Hassliebe. Ist wie die Ex-Freundin. Im Nachhinein sieht es irgendwie doch nicht so hässlich aus, aber eigentlich war es doch nicht so geil.
Ich werde das niemals können. Ich bin echt zu scheiße dafür. Chappy. Let's go, Jungs. Will noch ein paar sehen. Alter Falter. Oh mein Gott, wieder Throwback. Ah, den hat er verkackt. Den hat er verkackt. What? Was? 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 Wie? Hä? Wie hat er ihn denn? Er ist... Alles klar. Klar. 8 von 10. Ich weiß gar nicht, wo der Gegner ist, aber 8 von 10. Klar, mache ich jeden Tag solche Snipe. Mit der linken Hand. Oh, es geht wieder weiter. Oh mein Gott, das Hassgame. Ich hasse MB19. What? Er spawntrappt sie alleine. Er spawntrappt sie alleine. Er fickt sie richtig. What? What? Das war so public. Das war nicht mal irgendwie eine Lobby, wo man alles für sich stellt. Ey, Jungs, das ist Modern Warfare. Die Killtime war so heftig. Und erst nach 2, 3, 4, 5, 6. Es wird die Waffe 7, 8. Das ist eine fucking Abschusskette. Junge. Junge, Junge, Junge. GHK 10, Alter. Ich hasse dieses Game, Brudi. Aber allein dafür, für eine Abschusskette in MW19 mit 2 Snipern, 9 von 10 Punkte. Allein dafür. Mein Schreibtisch hat sich gerade 3 cm angehoben. Er ist hier direkt vorne. Callouts. In Public? Nasty, oh mein Gott! Nasty! Digga, ohne Witz. Die Jungs müssen so einen Spaß zusammen haben. Alter Schwede. Was ist das für ein Snipe? Ohne Witz, Jungs. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich hab keine Ahnung, wie viele Stunden man aufnehmen muss, um solche Hits zu hitten. Aber es ist absolut krank. 9 von 10 Punkte dafür. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, da hat bestimmt ein Clip auch 10 von 10 verdient. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ohne Witz, ich will ihn nochmal sehen. Allein, weil er sich so hart freut. Nur, weil er sich so hart freut. Er ist hier direkt vorne. Das ist eine Public-Runde, Leute. Das ist eine Public-Runde. Ich bin raus. Lasst ein Like da. Folgt den GRK-Jungen.